Aha, sehr gut. Okay. Also so quasi, ne, dass die erste und die zweite die dritte ergeben und die zweite und die dritte ergeben dann die vierte Nummer. Einmal ganz kurz. Gar nicht so schwer, wenn man erstmal den Text verstanden hat. Okay, das war's auch schon wieder. Jetzt Return to Horace Jones. Alles klar. Ein bisschen hin und her laufen ist hier angesagt. If you need it, I've got it. Gain the trust of people of Nimbus. Okay, accept. If you need it, I've got it. Speak with two of eight. Aha, okay, also das ist natürlich ganz praktisch. Man muss jetzt doch nicht hin und her laufen, was ich gerade ankündigen wollte, dass ich jetzt von hier nach da laufen muss, sondern er hat mich kontaktiert, ich konnte gleich hier bleiben und muss jetzt mit dem Ort hier sprechen. Nadine. Okay, jetzt muss ich mir hier einen aussuchen, der hier einen Replikator installiert, um den Leuten Schnaps zu verkaufen. Ich nehme mal den hier. So. Ist das jetzt hier auch mit drin? Okay. Install Replicator, tatsächlich. 4 Minuten. Okay. So, was kann ich jetzt draußen machen? Make a show of forced crowds. Also quasi den Menschenmassen hier eine Machtdemonstration aufzeigen. Einmal kurz gucken. Okay, man hat hier ein paar Brandherde, sag ich jetzt mal. Rennen wir also mal hier rum. So. Gleich mal gucken. Hier ist schon das erste. Beam down officers. So. Hier sind so kleine Streitigkeiten im Gange. Und wir holen uns jetzt hier ein bisschen Personal dazu, um denen zu zeigen, Leute, ne, ruhig bleiben. Sehr gut. 2 von 3. Ja, vielleicht sind es noch keine Streitigkeiten. Das sieht bestimmt aus, als ob die betrunken sind. Die haben hier Gläser in der Hand. Kann natürlich auch so sein. Okay, find information on the blind man. Boost support at the bar. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt halt noch den Moment warten, bis dann mein Duty Officer, den ich runtergebeamt habe, dann fertig ist. Aber mal schauen, vielleicht geht ja schon irgendwas. Moment, hier war doch irgendwas. Boost Morale. Oder also, ne? Quasi die Moral aufwerten. Uah. Okay, achso, da kommt jetzt gar nichts weiter, aber hier ist es jetzt schon auf 25%. Das heißt, einfach noch ein paar Leute anschnacken wahrscheinlich. Ah, hier war doch gerade eben irgendwo war. Boost, da haben wir es doch. So, mal gucken, wenn das jetzt auf 50 geht, dann passt das, ja. Ja, okay. Und der letzte. Okay, als nächstes. By round at the bar from the bartender. Also für alle eine Runde schmeißen hier. Okay. A round for the bar. Gut. Jetzt muss ich wieder, genau, zu der Konsole da oben laufen. Und in der Zwischenzeit hier ein klein bisschen was erledigt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also wenn ihr hier auf diesem Planeten seid, ist es so ein, ja, ich sag mal, natürlich auch ein bisschen rumgerenne. Aber es wird einfach nicht langweilig, weil man hier viele Sachen hat. Ja, viele verschiedene Sachen hat auch. Und das macht natürlich schon Spaß. Deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, hier so ein Besuch bei Nimbus 3. Und man kann hier auch immer wieder kommen und tägliche Sachen irgendwie machen. Das ist schon ganz gut. So. Okay, wir wurden jetzt beobachtet und laut Beamstrahl, das war ein roter, also KDFler auf jeden Fall, also
Klingon Defense Force. Denn ihr habt ja bei der Föderation hat man ja blaue Beamstrahlen, sag ich mal. Bei den Klingonen sind es rote. Und bei den Romulanern und Remanern sind es halt grüne. Wie halt auch in der Serie. Und daran konnte ich das jetzt halt erkennen. Okay, wir nehmen jetzt auf jeden Fall Kontakt zu dem Kerlchen hier wieder auf und gucken mal, ob er uns was Neues zu erzählen hat. Reach Hassans Stronghold. Gut. Das ist... Oh, da oben. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen durch die... hier waren wir ja vorhin, wo die ganzen Skorpione sind, um die Leute zu retten und die Sachen zu suchen. Das heißt, ich muss entweder hier einmal rumlaufen. Da muss ich auf jeden Fall hin. Und hier ist irgendwie ein altes, abgestürztes Schiff, wie ihr sehen könnt. Und da der Weg irgendwie hier so reingeht, geht das hier auf jeden Fall dann hin. Und wenn ich das Dunkel richtig in Erinnerung habe, sind hier irgendwie so, werden hier Leute gefangen gehalten. Und hier hinten geht es dann nochmal lang. Da geht es dann in so eine alte Mine rein oder sowas. Also da ist dann der Stronghold, also seine Festung. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall hier die nächste Aufgabe, die uns aufgetragen wird. Und ich will einmal ganz kurz gucken. Completed, install Replicator. Das gibt hier auf jeden Fall... ja, Collect Rewards kann ich auch machen. Das ist auch schon mal fertig, sehr gut. Und es gab mir ein bisschen Kleinigkeiten wieder dazu. Ich habe ja jetzt auch schon etwas Dilithium wieder eingenommen, 65 an der Zahl, wow. Aber wie gesagt, so für nebenbei ist das mal gar nicht so schlecht. So, ich werde jetzt, ist das hier? Nee. Oh, hier, das ist dieses Angesprochene übrigens, mit den Gefangenen. Das zeige ich euch eben nochmal schnell in dieser Folge. Und da haben wir hier... das ist jetzt alles ein bisschen, geht alles gerade ein bisschen schnell. Das war jetzt die erste Gruppe. So, einmal kurz schnell gucken. Wo das hier... Hier ist das. Genau, diese Nachricht, wenn die kommt, dann sind hier auf jeden Fall die Sklavenhändler oder Banditen oder wie auch immer man sie nennen will. Und die macht man dann natürlich platt. So. Und jetzt seht ihr hier auch wieder erstmal ein Accolade bekommen, Freedom from People und auch wieder 60 Dilithium bekommen. Ja, sehr cool. Also das hat ja dann doch ganz gut geklappt. Also ihr habt jetzt quasi hier den diesen Skorpion gesehen, da hinten einmal die Königin gesehen und jetzt hier die. Ich glaube, da gibt es noch einige Sachen mehr, die dann halt so zwischendrin immer mal auftauchen. Aber auf jeden Fall schon mal drei ganz nette Sachen gesehen und das bekommt man, glaube ich, auch immer wieder. Jedes Mal, wenn das auftritt, also bekommt man da auch diese 60 Dilithium für. Das lohnt sich natürlich schon. So, was haben wir hier? Duty Officer Pack, das kann ich auch gleich mal benutzen. Einen nur. Und dann noch nur einen normalen. Naja. War jetzt nicht so grandios. Egal. Das kommt jetzt mal wieder zu ihr da runter. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende hier mal die Folge. Und in der nächsten Folge geht's dann... Ich denke, da hinten geht's hoch. Genau, hier ist ja auch das Schiff. Da geht's dann hin. Und dann gucken wir mal, wie seine Festung so aufgebaut ist. Und ob wir da irgendwas reißen können. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao. So, ja, hallihallo. Es geht natürlich hier weiter. Und eigentlich dachte ich gerade eben, ich hätte hier ungefähr die Zeit voll. Hatte ich aber noch gar nicht. Das war irgendwie ein bisschen verwirrend alles, weil ich schon so lange aufgenommen hatte. Und deshalb keine neue Folge, sondern einfach jetzt erstmal hier weiter. Muss ich erstmal gucken, dass ich mich hier so ein bisschen verbinde. Ansonsten bin ich gleich kaputt. Dann, wie ihr seht, sind hier gerade diese Piraten gespawnt. Also dieses, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich immer mal wiederkommt oder ob das durch irgendwas ausgelöst wird. Auf jeden Fall hier dieses Sklavenhändler-Piraten-Event, wie auch immer. Und da wollen wir natürlich auch nicht mitmischen. Damit wir auch hier gleich dann das Dilithium wieder bekommen.
wenn wir natürlich schon hier stehen, kann man das ja auch gleich ausnutzen. So, ich weiß gar nicht, wo die Gegner hier sind. Ich drücke einfach mal, ich tappe mich hier durch sozusagen. Aha, 60 Lithium. Sehr schön. Gut, liegt hier noch irgendwo was? Zu sehen ist nichts, das ist gut. Und wir wollten ja jetzt Richtung Weißen Pfeil hier auf der Minimap, also hier oben hin. Zu dieser, ja, geheimen Basis. Da wollen wir jetzt hinlaufen. Das war ja quasi der Punkt, als ich gerade eben sagte, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Aber das ist natürlich noch die aktuelle Folge. So, gut, das wäre geklärt. Dann geht's jetzt los. Action. Sozusagen. Ist das hier? Ist das irgendwas? Nö. Einfach nur, um die Wüste ein bisschen mit Details zu spicken. Ja, ich werde jetzt gleich noch einmal hier kurz bei meinen Duty Officern reingucken. Das habe ich gerade eben schon mal ganz kurz gemacht. Und ich wollte jetzt nur einmal zeigen, den habe ich übergelassen. Hier gibt es nämlich Very Rare und den habe ich sogar ziemlich gut bestanden, Blue Quality. Und deshalb gibt es hier nämlich als Belohnung einen Kadetten dazu. Also das ist halt, wenn ihr so Very Rare Aufträge erfüllt, dann ja, gibt es halt manchmal auch solche Sachen dazu. Ja, es kann übrigens sein, dass das hier immer mal zwischendrin ein klein bisschen abgehackt ist. Denn, naja, wenn man so ein kleines Kind hier neben sich hat, dann muss man da ab und zu mal auch nachgucken. Und ja, das mache ich dann immer wieder. Ja, nur dass ihr da dann Bescheid wisst und euch keine Gedanken macht um die Performance oder sonst irgendwas. Nein, es liegt einzig und allein, dass ich mal wieder Start und Stopp drücke und immer wieder nach meiner kleinen Maus gucke. Ja, gut. Mami soll nämlich mal ein bisschen schlafen und deshalb habe ich sie jetzt mal mit hierher genommen. Und ich hoffe, dass sie auch einigermaßen ruhig ist. Sie hat gerade eben ordentlich gegessen. Und nun nuckelt sie auf ihrem Schnuller, so wie es sein soll. Okay, aber weiter zum Spiel jetzt. Das ist ja das, warum ihr hier mit reinschaltet. So, da sind die ersten Banditen und das geht natürlich noch gleich los hier. Ich werde erstmal auf den großen Aufhörer schießen. Der sieht echt gefährlich aus, aber das war's auch schon. Gott sei Dank. So. Jo, erste Gruppe auf jeden Fall schon mal neutralisiert, so wie es sein soll. Und wir gehen hier weiter den Berg hoch. Eigentlich ist es immer ganz schön, wenn jetzt zum Beispiel noch ein Spieler plus Escorter natürlich hier langläuft. Und ich weiß jetzt nicht, beim Techniker war das nicht so das Problem, hier durchzulaufen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Wissenschaftler, die sind nicht ganz so robust, was das angeht. Oder ich habe halt auch immer noch einfach nicht den Dreh raus, wie man die spielt. Das kann natürlich auch sein. Ich denke mal, daran wird es eher liegen. So. Aber ich hoffe, das kommt mit der Zeit. Vielleicht auch mal ein bisschen nachher dann so die ganzen PvP oder PvE-Missionen erstmal natürlich zeigen. Und da muss ich natürlich auch erstmal ein bisschen Übung bekommen, was das angeht. Aber so weit sind wir auch noch gar nicht. Eins nach dem anderen. Ich sollte vielleicht auch langsam anfangen zu skillen. Das ist mir gerade eingefallen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Und das muss ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, denn so langsam merke ich, dass ich die Fähigkeiten noch brauchen kann. So. Ja, ein ganz kleiner Moment, da muss ich einmal wieder weg. So, da musste ich jetzt leider ein Stückchen weiterlaufen, weil sonst die Gruppe da immer wieder, ja, oder sie ist immer wieder gespawnt und meine Leute wollten da gerne immer wieder drauf feuern. Aber jetzt geht es dann vielleicht noch den kleinen Tick weiter, wenn die kleine Maus dann letztendlich noch unten ist. Oh, sie überlegt sich das noch. Ich renne hier einfach mal mit. Und was haben wir da? Okay.
Da müssen wir noch irgendwas kaputt schießen. Aber das mache ich vielleicht gleich. Ich gehe lieber nochmal gucken, was bei meiner Lütte los ist. Ganz kleiner Moment. So, ja. Seit dem letzten Versuch sind ein paar Minuten vergangen. Das ließ sich jetzt leider nicht vermeiden. Ich hoffe, die Kleine ist jetzt ruhig. Sie hat noch was zu fressen. Zu essen bekommen. Und ja, in der Zeit haben wir hier offensichtlich schon ein paar Gruppen vernichtet. Ja, mal gucken. Also, ich hoffe, ich schaffe es heute dann doch noch bis zum Ende dieser Mission zu kommen. Das wäre eigentlich total super. Ich bin dann noch so ein bisschen hin und her gerissen gerade, ob ich mich jetzt dafür entscheiden soll, weiterzumachen oder nicht. Denn es ist ja auch für euch unbedingt schön, wenn man hier jetzt eine Nase lang unterbrochen wird. Ich meine, nachher, wenn das Video zusammengeschnitten wird, ist das vielleicht nicht so das Problem. Aber ich hätte natürlich trotzdem schon gern so ein klein bisschen Spielfluss. Und naja, da die Lütte nun vorhin ja ungefähr 6 Stunden gepennt hat, ist es natürlich auch kein Wunder, dass sie jetzt dann so ein klein bisschen munter ist. So, jetzt muss ich erstmal überhaupt gucken. Also, ich soll einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich soll irgendwie da runter. Wie komme ich denn am besten da runter? Ich glaube, ich fange einfach mal an und renne hier lang. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Was bist du denn vor, ne? Okay. Okay, Feuer macht schon gleich um hier. Wow. Die nächste Gruppe. Macht ja auch nichts. Wir brauchen ja sowieso noch jede Menge Erfahrungspunkte. Noch ordentlich was ist. Was bin ich denn jetzt? 26, 28? Das ist eine komische Anzeige. Normalerweise steht da oben doch immer das, was ist. Ja, egal. Achso, das ist wahrscheinlich so eine Mission, wo man aufgewertet wird. Tippe ich jetzt mal. Grüne Sachen. Ist auch mal sehr gut. So, da liegt auf jeden Fall nichts mehr. Ich denke mal, ich soll hier runter. Mal gucken. So, mal schnell gucken. Ja, genau. Ich bin hier ziemlich richtig, würde ich sagen. Ah, wenn ihr seht, hier ist so der Kreis. Oder ist es ja eher eine Ellipse. Oder, ja, kein Kreis. Aber es macht nichts. So, hier sollen jetzt so Gefängniszellen sein. Gucken wir mal. Orion Prison. Orion Prison. Ja. Aha, da unten in der Ecke sitzen die Gefangenen. Und das andere sind die Wärter. Die muss man wohl, denke ich, mit hoher Gewalt davon abhalten, die Leute weiterhin gefangen zu halten. Ich denke, reden wir da nicht so viel bringen. Also geht's einfach mal los hier. Beam out Groove, sehr schön. Oh, Free Prisoners 1 von 4. Alles klar. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Noch 3 weitere. So, meine Maus. Ich glaube, die Batterien gehen so langsam zur Neige. Da muss ich die demnächst mal wieder laden. Ja, die großen da, die sind sehr ziemlich stark eigentlich. Ich meine, es ist gut, dass wir jetzt hier zu viert sind. Ansonsten würde mich so ein Einzelner vielleicht hätten. So richtig viel Schaden mache ich nicht an dem. Aber egal. Dafür sind wir nur noch mal hier mit mehreren Leuten unterwegs. So, dritte Gruppe. Nein, Granate. Ich werde mich mal lieber so ein bisschen hier an die Seite stellen.
Erstens kann ich dann natürlich besser flankieren und zweitens, wenn so eine Granate dann irgendwie in der Gruppe einschlägt, ist das immer ein bisschen doof. Dann ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn dann einer jedenfalls ein bisschen woanders steht. So, letzte Gruppe, würde ich sagen. Normal. So. Dann lass ich sie auch mal hier rauslaufen. So kann man das vielleicht auch ganz gut machen. Also wenn die Leute hier so ein bisschen rauslockt, dann ja, habt ihr nicht so die ganze Gruppe an der Backe, sondern könnt das so ein klein bisschen aufteilen. Das ist vielleicht ganz angenehm. Oder was heißt vielleicht? Das ist dann ganz angenehm. Wenn man so ein bisschen... Was ist hier los? Wenn man so ein bisschen, sag ich mal, die Feuerkraft des Gegners eindämmt, indem man die Gegner aufteilt. Ja. So, nächstes Ziel. Kam ich nicht von da? Ich glaube, ich kam von da. Ich muss wieder zurück. So, das war die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Da hinten ist noch jemand zugange. Da sieht man so ein Kraftfeld. Aber ist jetzt gerade egal. Denn ich habe einen neuen Auftrag und den gilt es zu erfüllen, bevor die Kleine wieder anfängt zu brüllen. So. Ui, was ist hier los? Das war ja mal ein etwas langsamer Texturenaufbau. So, oh, Gegner. Gleich weg mit dir. Oh, da sind noch mehr. Voll von der Seite haben wir geschossen hier. Alles klar. Wow. Dann nicht gleich schon die nächste Gruppe hier. Na gut, jetzt ist es zu spät. So. Gar kein Problem hier. Ja, das hier sieht schon so ein bisschen nach der Festung aus. Ist natürlich auch hier etwas länger schon hier. Aber das scheinen so die ersten Festungsmauern zu sein, die es denn zu erstürmen gilt. So, ich werde mich wieder ein bisschen weggegeben hier vom Rest der Gruppe. Hey. Okay, was ist denn? Ist das irgendwie... Der sieht aus wie so ein spezieller Typ. Ich teste das einfach mal. Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Das waren immer nur so eine normalen hier. Hier ist ein grüner Kreis drum. Ich weiß gar nicht, ob das Granate... Der hält auch ordentlich was aus. Also im Gegensatz zu den anderen, wir schießen hier zu vier drauf. Und... Oh, ja. Der macht mich einfach mal platt. Also das ist mit meinem Techniker irgendwie alles ein bisschen anders. Da baue ich schon Schild auf und dann ist gut. Und ja, mit dem Wissenschaftler hier habe ich halt noch nicht so die Fertigkeiten und die Fähigkeiten. Aber Gott sei Dank habe ich ja noch vier erfahrene Recken, die mir zur Seite stehen und mich immer wiederbeleben können. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Yay. Ah, das ist sogar... Ah, okay. Ja, sehr cool. Gleich hier die nächste Lithium-Quest erfüllt sozusagen. Also habt ihr jetzt auch gerade schon mal wieder was gesehen. Also das kannte ich, habe ich glaube ich vorher auch noch nicht kennengelernt. Auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Wieder 60 Lithium und noch ein klein bisschen, was war das? Und noch ein klein bisschen Loot dazu. Also gar nicht so schlecht. Ja. Dann wollen wir
einmal reingucken hier. Jede Menge schon eingesammelt. An Schrott größtenteils. Die Lithium erstmal raffinerieren. Dann ist das auf jeden Fall schon mal weg. Und ja, wie gesagt, so Kleinigkeiten. Ich sammle ja jeden Mist eigentlich ein. Gibt halt immer ein paar Credits. Und solange man Platz hat, ist das ja auch vollkommen okay, denke ich. Also erstmal die Kleinen hier wegschießen. Ich laufe mal hier so ein bisschen rein. Dann müssen die anderen Jungs sich hier nämlich drehen, wie ihr gesehen habt. Und dann können meine Leute immerhin ein bisschen Schaden machen. So, da oben ist, glaube ich, nichts zu holen. Ich renne mal hier weiter. Ja. Ach, geht auch nur hier hoch. Okay. Ja, ich erinnere mich gerade dunkel an diese Mission. Das Ende findet, oder so ziemlich das Ende findet in einer Arena statt. Ich muss sagen, davor graut mir gerade so ein bisschen. Weil da halt jede Menge Gegner kommen. Und mit dem Wissenschaftler hier sehe ich dann noch so ein klein bisschen schwarz, aber mal gucken. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. Ja, das muss ja nicht sein. Aber es wird auf jeden Fall spannend, würde ich mal behaupten. Und jetzt seht ihr hier gerade um mich herum so ein, hier ist ein Schildgenerator. Das ist dieser blaue Kreis und wenn man da drin steht, werden die Schilder halt sehr, sehr schnell wieder aufgeladen. Und das ist natürlich super. So, sowas hätte ich auf jeden Fall auch gerne. Ich vermisse meinen Techniker schon ein bisschen, muss ich ja sagen, ganz ehrlich. Also diese Felder, die haben mir doch schon so einige Male den Hintern gerettet. Ah, hier gleich das nächste. Okay. Ja, geht hier Schlag auf Schlag gerade. Sehr gut, sehr gut. Das ist übrigens ein Klingone hier. Aber macht ja nichts. Ich helfe hier natürlich auch nochmal kurz mit. Gibt ja alles Punkte. So. Und Shangdu. Da sollen wir jetzt hinein. Contact Horace Jones. Das machen wir auch gleich mal. Okay. So, was haben wir denn da? Muss ich aber eben mal einen Blick werfen jetzt hier, bevor ich mir das Falsche schnappe. Okay, das ist ziemlich egal. Ich nehme mal den da unten. Congratulations. Das kommt eh weg. So, und das nächste Quest ist The Undying. Das ist auf jeden Fall hier Infiltrate Hassan. Ja, also sein Stronghold. Seine Festung hier quasi. Eindringen. Da fiel mir das Wort nicht ein. Und ihn zur Strecke bringen. Beziehungsweise das versuchen. So. Dann wollen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich bin ein bisschen gespannt. Und hier sehen wir Screenshot bei Jeff Jr. Das ist halt einer aus unserer Ali hier, aus unserer Flotte, wie es bei Star Trek so schön heißt. Und ja, man kann hier jetzt am Anfang ziemlich gemütlich einfach durchlaufen. Also ihr habt hier, die Leute sind alle friedlich. So, hier haben wir einen Bouncer, das ist halt so ein Rausschmeißer. Mal gucken, was kann ich hier mit dem machen? Aha, okay. So, der hat einfach, glaube ich, gerade nur gesagt, dass man hier so ein bisschen die Füße stillhalten soll, keinen Stress machen soll. Und das ist natürlich unser Anliegen. Wir wollen hier natürlich Stress machen. Gut. So. Ja, hier ist für jeden was geboten. Hier gibt's weibliche Tänzer, hier gibt's männliche Tänzer und hier gibt es noch mehr weibliche Tänzer, exotische Tänzerinnen würde ich sie jetzt nennen. Mit Schwanz, also hinten dran. Oh mein Gott, ich lasse das mal nicht mehr. Jo, okay, also wo muss ich überhaupt hin? Ich muss irgendwie in diese Richtung. Locate Hassan.
Hier ist doch ein dickes I über der Person. Da werde ich noch mal fragen. Okay, weiter geht's. Der nächste Kreis ist hier hinten irgendwo. Da. Da. Den nächsten Rausschmeißer. Das sind die Rastzeilen. Okay. Da will ich auf jeden Fall nicht landen. Gut. Weiter im Text. Aha, da hinten in der Ecke sitzt er. Und guckt sich den männlichen Tänzer an. Naja, gut. Ich wollte ja nichts mehr dazu sagen. Okay, Konfront Hassan. Alles klar. So, und Hassan finden wir hier oben anscheinend, in diesem etwas separierten Bereich. Hier mit jeder Menge Wachen davor. Aber die sind alle noch ganz friedlich, was uns natürlich gut im Kram passt. Irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen, was da los. Komisch. Okay, hier ist Hassan. Also werden wir mal zur Rede stellen. This is mine. Ah, kleiner Fleischklops, der gute Mann. Okay. Und jetzt beginnt das, was ich gerade angesprochen habe. Hier ist die Arena. Und get oriented. So, da haben wir Gegner Nummer 1. Was macht mein Kollege denn da hinten? Der scheint irgendwie nicht mit reingekommen zu sein. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. Okay. Ja, freuen wir mal, was das Zeug hält, würde ich sagen. Und natürlich immer schön mal bewegen ein bisschen. Natürlich sehr. Ah, immerhin schießt damit, glaube ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, aber ob der Schaden macht, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich irgendwie. Ich bin sowieso schon ziemlich schwach auf der Brust hier, was das angeht. Und jetzt muss ich auch noch mich mit einem Mann weniger hier durchschlagen. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, denke ich. Wir werden sehen. Ich probiere es auf jeden Fall. So. Die Dinger heilen sich. Egal. So, Runde 1 ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber ich glaube, 4 kommen da insgesamt. Ich weiß es gar nicht genau. From the subtropical savanna of Nerl! Can the Mugatu make our fighters sweat? Ja, nächste Runde. Phaser Bolt Turret haben wir da. Ich baue schon mal 9 auf. Ich denke, das kann nicht schaden. Und natürlich erst wieder hier auf die kleinen feuern. Die kaputt machen. Das muss jetzt sein. Keine Ahnung, was du machst. Ne? Ich muss mir auch die ganzen Sprüche mal durchlesen hier. Die ganzen Fertigkeiten. Genau, ein Techniker ist das ganze Inventar hier, Spruchinventar, die ganze Taskleiste voll. Und ich klicke da einfach nur noch drauf, weil sich das so eingebrannt hat. Aber hier ein neuer Charakter, auch wenn ich ihn schon zur Hälfte gespielt habe jetzt. This fierce beast
is from the frontier of Dewa 3. Let's see if it puts our fighters in a pinch. Jo, alles klar. Da geht's los. Da kommt schon mal so ein Luder. Mit dem fange ich auch an. Kümmere ich mich erstmal hier um diese Kleinen, damit die meine anderen Leute jedenfalls nicht behindern. So wie da jetzt. So, mal gucken. Der Schiff ist kaputt, sehr gut. Kommt die mal wieder neu? Ah ne, ich muss ja in die Richtung laufen, damit meine restlichen Leute den schön hier kapieren. Okay, das war ganz gut. Drei Runden tatsächlich schon geschafft. The result of this match is almost a foregone conclusion. I give you the crew of the Snap Dragon! Yay, jetzt geht's ab. Jetzt noch die Hälfte. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hoffe, das Blatt wendet sich jetzt nicht irgendwie extrem. Und solange da immer mal eine Granate hinfliegt und der dann am Boden liegt, bin ich auch schon ganz zufrieden. Jawoll. Das war schon mal wichtig. Okay, der ist auch fast kaputt. Ja, sehr schön. Ich denke, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, das ist auch schon die letzte, ne? Die Snapdragon Crew. Müssen wir gleich mal gucken. So. Hiernach werde ich dann auch auf jeden Fall erstmal die Folge enden. Denn die Folge ist jetzt schon ein klein bisschen lang geworden. Aber das lag natürlich auch daran, dass ich jetzt den Überblick so ein bisschen verloren habe, weil ich immer wieder nach der Lücke gucken musste. Ja, ich bin das zu entschuldigen, Leute. Beim nächsten Mal hoffentlich wird's besser. So. Sometimes you need to take matters into your own hands. Now you die. Okay, es war doch noch nicht die letzte Runde. Dann wollen wir jetzt erstmal hier das Kleinvieh sozusagen beseitigen. Whoever brings me their heads will be wealthier than the Grand Nagus. Okay, also. Ja, jetzt geht's natürlich nochmal kurz los. Der Obermods hat gesehen, er hat keine Chance. Hat sich rausgeportet und hat jetzt hier den ganzen Leuten in der Bar gesagt, wer auch immer mich uns hier zur Strecke bringt, wird reicher sein als der große Nagus. Und ja, dem einen oder anderen wird dieser große Nagus ja ein Begriff sein. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen und hoffe, dass meine Leute hinterherkommen. Das wäre total super. Müssen wir uns hier so langsam mal nach vorne arbeiten, um dem Hassan da nicht zu folgen. So. Okay, Leute, kommt mit.
einstellen. Passive Mode, genau. So, da haben wir sie auch. Wo muss ich lang überhaupt? Ich muss mal gucken. Könnte sein, dass ich... Ja. Okay. Nein. Verdammt. Halt mich, Leute. Halt mich. So, ich kann mich selbst halten. Ah. Wenn ich dann nicht am Boden bin. So. Oh. Okay, da portet er sich gerade weg. Ich werde jetzt hier die Folge mal beenden. Also nochmal, sorry für die ganzen ja, kleineren Unterbrechungen. Also wenn ihr nachher das Video guckt, wird da wahrscheinlich auch der ein oder andere Zeitsprung drin sein. Nicht groß, aber ein klein bisschen. Wie gesagt, ich bitte das zu entschuldigen und in der nächsten Folge wird es hoffentlich besser. Trotzdem sage ich natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dieser Folge und auch vielleicht mit der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.